Und weiter geht's mit Super Mario RPG. Ich bin Peruaner und wir ja, beginnen diesen Part hier auf diesem Bildschirm aus dem Grund, dass ich jetzt herausgefunden habe, ja, wie das Rätsel hier funktioniert. Und erstmal nur hier. Ich werde zwischendurch schneiden müssen. Egal. Aber es geht wirklich so. Wir sind der einen Münze immer gefolgt. Ja, und schnappen uns an die letzte Münze und dann kriegen wir auch hier unseren nächsten Hinweis. Es hat vier Konsonanten. Ja. Und damit kann ich ja nicht jetzt schon. Ja, ich glaube. Oder kann ich hier irgendwas. Moment. Okay, das Rätsel haben wir auch gelöst. Genial. Notiz von Pandoren. Mindestens zwei Konsonanten sind nacheinander. Yeah. Sag mir jetzt nicht viel. Pilze halten. Das ist was, was ich weiß. So. Da freue ich mich. Ich habe das ohne Schnitt doch geschafft, die Rätsel zu lösen. Trotzdem sollte ich hier mal dringend speichern. Wo ist die Taste zum Speichern? Das ist die hier, genau. Kurz nochmal lernen, wie man. Ich gehe wieder weg. Was mache ich hiermit? Okay, das bringt noch nichts. Gut. Was? Was steht denn da? Na, was steht denn da? Hallo? Springe nach Eingabe der Buchstaben hier hinein. Oh je. Buchstabe 1. Moment mal. Muss ich jetzt. Das könnte jetzt ganz blöd enden. Muss ich jetzt tatsächlich. Wie sage ich das kurz? Ich mache hier kurz einen Schnitt und sieh mir nur kurz und sollten. Wir machen kurz noch meine Parts alle an. Und ja, notiere mir die. Na, wie soll ich sagen? Die Hinweise mal. Bis gleich. So, Schnitt Ende. Ich habe meine Sachen angeguckt. Und werde jetzt mal kurz mir überlegen. Ich habe die Tipps angeguckt. Der erste Tipp war ja, oder sag ich mal so, wie wir die Tipps bekommen haben, wie ich die gelöst habe, war das, dass es sich auf dem Meeresgrund befindet. Dann ist es in dem Wort kommt ein N vor. Vier Konsonanten hat es, zwei Vokale und mindestens zwei Konsonanten folgen nacheinander. Ja, ich hätte ja erst wirklich gedacht Muschel, aber ja, was könnte das sein? Es muss ja irgendeine Sache sein, die mit M, C, O, T oder P anfängt. Oktopus wäre es zum Beispiel nicht. M Mo, me, mesi, me, was haben wir hier noch? Am Ende kommt ein, okay. C, fällt mir nix irgendwie an. Cora, nee. Das hätte aber auch gepasst. C, O, R, Cora. Aber hier müssen
Koratte. Corvette. Gibt's das? Vier Konsonanten hat das. Ein Konsonant. Zwei Vokale. Chorale hat's. Nee. Oktopus hatte ich auch schon ausgeschlossen. T. Tintenfisch. Na. Tentakel. P. Pirat. Gib mir einen Moment Zeit, ich werde mir die, ja, man findet es am Meeresgrund. Da kann eigentlich nicht viel. Moment. P. Nee, nicht mal das würde ich hinhauen. Plankton oder. Ach, das findet man ja auch nicht nur am Untergrund, im Meeresgrund. Ja, ich gucke es mir, ich überlege es mir und schneide dann schon wieder. Bis gleich. Ja, ich bin wieder zurück. Kurz noch ein kleiner Zwischenbericht. Könnte man so sagen, weil noch eine Sache hier zu tun ist, die ich übersehen habe. Das ist die hier. Moment mal. Beweg dich. Beweg dich. Ich brauche nämlich. Ach. Kannst du auch mal einmal funktionieren, wenn man es dir sagt. Genau das hier. Hier ist nämlich auch noch ein Hinweis zu finden. Mir ist aufgefallen, als ich mir nochmal die Hinweise angeguckt habe, dass es ja eigentlich am Anfang die von die Rede war von 6 Hinweisen. Glaube ich. Auf jeden Fall muss ich auch hier was lösen. Hatte vergebens nach einer Sache gesucht. Ja. So. Sprung, 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 Sprung. Und somit kann ich den einen Schalter runter bewegen. Den anderen auch. Wieder voller Sachen. Und das R kommt vor dem L. Das ist unser sechster Hinweis. R vor L. So. Und nachdem ich mir jetzt ja wieder den Kopf zerbrechen werde, ja, mache ich hier nochmal kurz einen Schnitt. Bis gleich. So, und weiter geht's mit dem hier, mit dem Rätsel. Ich musste mich spoilern lassen, indem ich nachgeguckt habe. War ich zum. Ich bin einfach nicht drauf gekommen, was die. Ich dachte eigentlich, man, wir suchen nach einem Tier. Vielleicht wurde irgendwo schon erwähnt, dass wir nicht nach einem Tier suchen. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Oder wir suchen nach einem Gegenstand. Na, da bin ich ja schon näher dran. Wir suchen nach. P. Moment, was ist jetzt hier? PE. Er war schon richtig, verdammt. Eins, zwei, L. Perl. Len. Moment. Wir suchen auf jeden Fall nach P. E. R. L. E. N. Man findet es am Meeresgrund. Ist ein Wo N im Namen. Hat zwei Vokale, vier Konsonanten. Mindestens zwei Konsonanten folgen nacheinander. Ja, das stimmt auch. Und das R kommt vor dem L. Ja. Stimmt also alles. Wir können da rein. Oder auch nicht. Ja. Und gut gemacht, du kannst durch, falls du an mir vorbeikommst, natürlich. So, und damit hat. Damit wird's, schätze ich mal, ja, dass wir hier mal wieder auf den Endboss-Game kommen. Da setze ich auch gleich mal meine stärkste Attacke ein. Zack, zack.
Und ouch. Alle auf einen. Scheiße, die Attacken sind ganz schön stark von ihm. Ich bin noch ein bisschen von den Rätseln gerade fertig, weil ich so lange gebraucht habe, bis ich dann wirklich mal nachgesucht habe. Aber gut, ich dachte, man will doch mal endlich mal einen Fortschritt haben und ja, den Rest werde ich so gut wie es geht. Ich gebe ehrlich zu, wenn man in der Sackgasse ist und ja, dann schaut man halt nach sowas. Uiuiui, ouch. Au. Jetzt gehen wir mal von der Logik her, dass ihr alle Wasserelement-Leute seid. Dann dürfte euch der Donnerschlag eigentlich richtig schön treffen. Tut es aber nicht. Gut. Ich habe verstanden. Auch noch nicht erledigt. Zack, jetzt ist das erledigt. Was zum... Kraftsaft hat wieder den Status normal gemacht. Aber was war das bitte schön gerade? Eine Runde aussetzen oder? Da schon wieder. So. Aber Gino scheint nicht so verletzt dadurch zu sein wie... Jetzt reicht es aber mal. So. Die nimmt es nicht so doll mit wie Mello halt. Sieht man ja. So. Weil wir sich gleich mal rächen. Und wir müssen seine Tentakel brechen. So. Ich ahne was. Dass jetzt der Endgegner kommt. Der richtige. Mhm. Och nö, komm. Ach ja, das ist doch... wen haben wir nicht da? Königskrake. Machen wir auf die Königskrake mal einen Schocker. Schocker! Ich meine, ich kann dieses Wort auch nicht aussprechen. Ne? So. Macht 80 Schaden. Du machst einen Gino-Wirbel drauf. Schaden. Das ist wohl der Moment, wo es wirklich nicht mehr viel Schaden macht. So. Ja, komm. Wie viel halten denn die einzelnen Beine aus? So, Donnerschlag auf alle. Abpassen. Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat. Aber erstmal muss ein Bein weg. Die Beine sind irgendwie... Die Tentakel sind irgendwie das Nervigste. So. Auf dich mache ich jetzt wieder einen ganz normalen Supersprung. Ganz normalen Supersprung. Und diesmal am besten so lange, wie es auch funktioniert. Das war zu kurz. Ja, wozu habe ich noch Mellow? Sandsturm. Eine Attacke, die auf alle losgeht. So. Erledigt. 51 Schaden. Du setzt mal Psychopath auf ihn ein. Ich möchte mir gerne wissen, wie viel Punkte der so hat. Da! Nach 599. So, das habe ich sogar abgewehrt und er hat mich erledigt. Na gut. Ich habe noch einen, hilf mir auf. So. Du nimmst mal an dir selber irgendwas vor.
Hört sich ein bisschen pervers an, aber was haben wir denn noch alles? Du nimmst mal einen Ultrapilz. Nee, lohnt sich nicht für dich. Lohnt sich immer noch nicht. Du nimmst einen normalen Pilz auf dich. Einen Superpilz. Du probierst, machst den Geno-Schub auf Mario. Entschuldigung. Nochmal. Das war jetzt das Laden eines zwischendurch gesetzten. Na. Safe State. Ich einfach gemacht habe, um auch zu gucken, ob man überhaupt aufnehme. Und ja. Das nenne ich mal insgesamt ein Fail. Aber gut. Kann ja auch mal passieren. So, du benutzt Ahornsirup. Ein umsonst. Ja. Dann benutzt du den Supersprung. Ja, das geht jetzt immer so weiter und so weiter und so weiter. Mario ist super. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt abgezogen haben, aber es ist schon auf jeden Fall eine richtig schöne Menge. Dwayne Beam. Und zack. Du machst nochmal einen Supersprung. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl. Also jetzt gerade hört sich nämlich der Ton ein wenig verzerrt an. Ich weiß nicht, ob das daran liegen kann, dass ich jetzt gerade ja, hier noch ein paar Einstellungen immer so zwischendurch genommen habe. Hoffe ich irre mich da. Aber gut, ich beende mal den Part hier. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und nur mal so, damit ihr seht, was ich überhaupt mache, so zwischendurch. Ich setze hier zum Beispiel ein Safe State. Um halt sicher zu gehen, dass ich dann, wenn ich jetzt den Emulator aussehen, alles jetzt ausmache oder minimiere, dann geht vielleicht stürzt er ab und dann ist die ganze, dann wäre der ganze Spielstand weg. Und ja, das ist halt so Zwischenspeichern, was ich immer mache. Nur mal nochmal zur Aufklärung. Jetzt also im nächsten Part, wo wir dann weiter in das Schiff reingehen und uns weiter umgucken werden. Bis dahin, ciao, ciao.